alle vier Elemente sind beisammen. Das Windelement, Flammenelement, das Erdelement und das Tropfenelement. Und damit willkommen zurück bei The Legend of Zelda Minish Cap. Es ist soweit, wir können unser Schwert nun endlich zu dem goldenen, großen, ultimativen Master Sword machen. Ich kann es einfach mal so nennen. Oder das ultimative Schwert der Vier, wie man es auch nennen kann. Jedoch steht bevor noch einiges an, denn wir haben noch einige Sachen Hyrule, die wir uns mit Hilfe des neuen Dungeon-Items, den Greifenmantel, holen können. Unter anderem Schwerttechniken. Wir können, glaube ich, nun endlich unsere Schwerttechniken vervollständigen, wenn ich mich nicht ganz irre. Das werden wir in diesem Part mal versuchen. Das erste, wo wir eigentlich hin können, ist direkt wieder Hyrule-Stadt. Da war auf jeden Fall wieder ein Schwertmeister, wo wir schon oft genug waren, der für uns noch eine Technik parat hat. Und dann damit auch seine letzte, denn ihr seht, wenn wir jetzt hier in unsere Schriftrollen schauen, haben wir nur noch zwei Schriftrollen, die wir noch übrig brauchen. Also die wir noch brauchen. Das ist die eine hier bei Hyrule-Stadt nochmal. Und dann ist eine noch, immer noch in der Tavanta-Welt, denn da ist dieser Geisterschwertkämpfer, der ultimative Schwertkämpfer von Hyrule. Und das, meine lieben Freunde, machen wir hier nach. Denn ich bin schon gespannt, was der uns für eine Schwertechnik gibt. Aber was machst du denn jetzt? Nanu, dieser Mantel, du bist noch geschickter geworden. Ja, jetzt können wir die neue Technik trainieren. Bist du willens, bei mir zu trainieren? Ja. So sei es. Ich werde dir nun die Technik der Sturzattacke lehren. Ziehe den Greifenmantel an, rüste dich mit dem Schwert aus, spring hoch in die Luft, zücke dein Schwert am höchsten Punkt des Sprungs. Es ist vollbracht. Hast du es verstanden? Ja. Möchtest du höchst erfreulich, dass dein Verstand so schnell arbeitet. Doch Schwerttechnik muss man mit dem eigenen Körper nehmen. Ich mache deinen Körper zur Marionette, lass die Technik aus und nur eins mit rein. Marionette nun sei. Holy moly. Den Spruch hast du schon so oft gebracht. Yo! Wie geil war das denn? So, nun versuche es selbst. Zieh den Greifenmantel an, spring hoch in die Luft und stürze ganz schnell in den höchsten Punkt der Luft. Wie geil ist das denn? Geil! Sehr gut, ich überreiche diese Schriftrolle der Schwertkunst. Falls du die Schwertchen vergessen sollst, kannst du dort nachsehen. Ist ja geil, da haben wir so eine richtige Hardcore-Sprungattacke erlernt. Du hast die Sturzattacke erlernt, mit voller Kraft im Himmel herab. Geil. Boots! Boots! Geil. Richtig nice. Das wusste ich selber noch nicht, dass es diese Technik gibt. Als nächstes können wir eigentlich noch was in Hyrule-Stadt machen. Das gibt mir nämlich schon die ganze Zeit auf den Piss, diese Kiste da oben zu sehen. Auf dem Dach von der Schule da oben. Ich meine die da. Die werde ich jetzt endlich mal auslernen. Egal, ob da Rubinen drin sind oder nicht. Ich könnte vielleicht nur mal gucken, ob ich die Rubine vorher geleert bekomme. In dem lieben Laden hier. In den Saftladen. Nee, gibt's nur Bomben. Bomben habe ich 48. Nee, da kann ich einfach nichts kaufen. Apropos Bomben, es gibt ja auch noch in dieser Schule so ein, in Anführungsstrichen, Rätsel, wo man einfach Wände freisprengen muss mit den Bomben. Das können wir eigentlich auch noch eben machen. Ich weiß gar nicht, was wir da am Ende sogar bekommen. Es kann sogar sein, dass wir ein Herzteil bekommen. Wir müssen nämlich dann da runter. Wir werden uns jetzt erstmal, einfach erstmal hier rumkümmern. Hier geht es nämlich runter, hier sind überall diese Gänge. Jetzt einfach durchbomben, wir haben genug Bomben. Es geht ja blitzschnell. Sogar Glücksfragmente liegen ja auch rum. Okay, soweit machen die Bomben auch Schaden. Ist natürlich klar. Ah, wir haben so viele Bomben, ey. Das ist unglaublich. Wir unten sind natürlich auch fiese Gegner. So, was ist denn hier in der Kiste drin? Ein großer blauer Rubin. Können wir wieder nicht sammeln. Das ist so zum Kotzen. Wir haben so viele Rubine. Ich weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Zeugs. Ohne Spaß jetzt. Lol. Okay, wir müssen... Okay, okay, okay. Alles paletti. Ah, okay, wir müssen uns dann auch wirklich nochmal teilen. Ich sehe es gerade. Es ist vielleicht gar nicht mal, so dumm, die Fragmente endlich auf das Schwert zu übertragen. Jetzt ist die Kiste wieder falsch. Ach, das ist doch alles scheiße. Warum muss sie denn jetzt wieder verschoben sein? Okay.
Egal, dann holen wir uns erstmal die Kiste auf dem Dach. Egal, ob da Rubine drin sind oder nicht. Wir brauchen eh keine mehr. Hauptsache, sie ist leer. 100% halt. Ach, du sollst wieder rein. Alter, ich hätte mal vor der Aufnahme was trinken sollen. Mein Hals ist gerade so trocken und das ist auch nicht gut, wenn man immer noch krank ist. Ja, ich bin immer noch erkältet. Boah, ein rotes Glücksfang ist sehr nice, aber boah, ich muss erstmal was trinken. Wasser ist immer gut. So. Ist natürlich jetzt auch scheiße, dass wir die Fragmente halt noch nicht vereint haben. Nur ich habe halt Angst, dass wenn wir die Fragmente vereinen, dass wir dann direkt in irgendwie so eine Sequenz gerissen werden. Vielleicht wisst ihr, was wir meinen. Und dass wir dann irgendwie direkt im Enddungeon sind, weil ich kenne das Spiel ab diesem Punkt nicht mehr. Oder ist ein Minish? Der Notstand wurde ausgerufen. In welchem Minish-Haus soll ich nun gehen? Wenn ich den falschen Ort wähle, werde ich übersehen. Hilfe! Ich muss erstmal was trinken. Ah, Gamsen. Perfekte Überleitung, ne? Minish müssen auch was trinken. So. Oh, das hat gut getan. Das hätte ich vielleicht vor der Aufnahme machen sollen. Sorry. So. Jetzt begeben wir uns doch nochmal darunter. Oder wollen wir uns erstmal zu dem nächsten Schwertmeister geben? Es gibt... Ach stimmt, es gibt hier ja auch... Oh, oh Gott! Es gibt hier auch noch in dieser Kanalisation gibt es ja auch noch so ein verdammtes Herzteil. Das werden wir uns jetzt erstmal holen. Da könnten wir ja nur mit dem Greifenmantel rüberspringen. Exakt. Jetzt ist es mir wieder eingefallen. Hier sind wieder die Beatles-Anspielungen. Ach, Part 5, den kann ich mich noch genau erinnern mit Mirundoshi. Mit den wunderschönen Beatles-Anspielungen. So. Hier rauf. In den Kamin rein. An diesem Forscher vorbei, der uns eh nicht mehr juckt. Hey lol, warum rennt Gorman jetzt hier rum? Stand er nicht eigentlich die ganze Zeit vor seinem Haus? Oder hat jetzt endlich jemand hat er jetzt endlich einen gefunden, der sein Haus haben will? Ich werde ihn gleich mal als großen Typ hier ansprechen. Lass mich doch in Ruhe, du bist doch so gemein. So, nice, jetzt sind wir hier. Greifenmantel und Trap. Und da sind wir schon beim Herzteil. Herzteil erhalten, 4 Herzteil geben zu haben, einen neuen Herzcontainer. Herzteil erzielen, das wäre voll Energie. Jetzt brauchen wir nur noch... Ah Gott, wir brauchen wirklich nicht mehr viele. Noch ganz wenige. Unser Schwert one-hitted einfach. Vielleicht verbinden wir doch schon unser... Alter, ich kann immer noch nicht schlucken. Was ist da los heute? Dieser scheiß Schnupfen. Ich hasse Schnupfen. Das ist so schlimm beim LPen. Vielleicht wissen das einige von euch. Ich muss was trinken. Ey, das ist doch echt schlimm. Oh. Oh. Wenn man richtig krank ist, da bringt es auch nicht, die Nase zu putzen. Aber ich werde es trotzdem jetzt mal machen. Da mute ich mich aber kurz, damit ihr das nicht miterleben müsst. Bis gleich. Besser. So. Ich hätte auch schneiden können, aber für die kurze Zeit ist es useless, waren ein paar Sekunden. Das ist ja auch nicht so schlimm, hoffe ich, ne? Die Erkältung halt auch nicht für ewig. Irgendwann wird sie weg sein, dann kann ich wieder einwandfrei LPen. Diese Parts sind jetzt halt ein bisschen eingeschränkt. Aber das ist eh der lustige Zufall. Den ersten Part, den ich mit Minish Cap gemacht habe, da war ich sogar erkältet. So. Das nächste Haus baue ich hier. Lol, willst du ein Haus bauen? Hat der jetzt wirklich jemand... einen Platz gefunden? Wohnt da jetzt jemand drin? Interessiert mich jetzt mal. Oh, ach genau, die wollte ja ein Haus.
Willkommen, Robin. Das Haus gefällt mir sehr. Wenn du eine leere Flasche hast, bekommst du von mir ein Talisman. Ich habe eine leere Flasche. Soll der Talisman in die Flasche? Ja, bitte. Bitteschön, er ist in der Flasche. Komm jederzeit wieder vorbei. Verrohre Talisman erhalten. Kraft und Abwehr sind für kurze Zeit größer. Nice. Auf jeden Fall sehr praktisch. Dass wir so ein Verrohr... Ernsthaft? Jetzt werde ich... Was ist das eigentlich für ein Part? Alter! Sind euch mein Antivirus-Programm mit meinem PC für Sicherheitsvorkehrungen neu starten? Ich raste aus, mitten im LP. Was ist das? Vielleicht habt... Ich glaube, ihr habt das nicht gesehen. Ihr habt einfach nur meine Maus gesehen. Alter! Mann, ey! Scheiß Antivirus-Programm. Zum Koten. Der Part geht wieder so langsam voran. Ich glaube, ich brauche noch einen Nebenquest-Part. Und hier gibt es außerdem noch so eine verdammte Hühner-Quest. Hier kann man auch noch ein Herzteil bekommen. Und das ist so sauschwer, das mache ich erstmal nicht. Das werde ich vielleicht offscreen machen. Ich hasse Hühner. Ich hasse Hühner. Hühner sind ekelhaft. In Minish Cap. Also in ganz Zelda. So. Dann werden wir uns nochmal jetzt auf den Weg machen zu der geheimen Welt von Tarbanta. Denn da befindet sich auf jeden Fall noch eins... Eine Sache, die wir uns holen werden. Nämlich... Ist dort der neue Schwertmeister. Vielleicht... Obwohl... Ah, fuck. Vielleicht brauchen wir sogar für ihn das neue Schwert. Ich muss eben gucken. Vielleicht noch nicht. Ich bin Magnus der Erste, der größte Meisterschwertkämpfer aller Zeiten. Das Training bei mir ist unvergleichlich. Ein besseres gibt es nicht. Bist du willens? Oh ja, es geht schon. Nice. So denn, ich werde dir die höchste Schwerttechnik lehren. Die große Wirbelattacke. Starte eine Wirbelattacke, drücke wiederholt den Knopf. Es ist vollbracht. Ist der Ablauf gewahr geworden? Ja, und er ist einfach mal ein Geistertyp, der ist schon längst tot. So, du glaubst zu wissen, wie die hohe Kunst vollbracht wird? Nun, Schwerttechnik muss man mit dem eigenen Körper erfahren. Du sollst nun eine Marionette sein, die Technik eigenmächtig auszuführen. Nun, also die Marionettentechnik von Magnus dem Ersten. Sehe und staune 1, 2, 3, Marionette, nun sei. LOL! So denn, du sollst es selbst versuchen. Starte deine Wirbelattacke und drücke stets den Knopf. Yo, wie geil! Wie geil! Man kann sie so drehen? Beachtlich! Nur ein wahrer Kämpfer besteht das Training von Magnus der Ersten. Feierlich überreiche dir diese Schriftrolle Schwertkunst. Falls du dein Schwert nicht vergessen solltest, kannst du sie dort nachsehen. Und das ist unsere letzte Schriftrolle der Schwertkunst! Yeah! Epic! Alter, yo! Können wir jetzt einfach die normale machen und dann können wir noch dir machen. Oh Gott, wie... Jo, wie lang geht die auch noch? Epic. Das ist auf jeden Fall eine richtig gute Schwerttechnik. Und als nächstes können wir uns zu unserem nächsten Upgrade verschaffen. Das letzte Upgrade noch. Dann haben wir wirklich alle Schwertmeister abgeklappert. Das befindet sich, dafür müssen wir erstmal mit einem Schwertmeister am Hyliasee vereinen. Fragment vereinen. Oh, das ist nice. Das ist richtig nice. Aus dem Weg. Und... Ah, dieser Bastard hält natürlich wieder ein Schwert aus. Geh weg. Nice, 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 nice. Noch mit dem verbinden hier. So, und dann bekommen wir unser letztes Upgrade für unser Schwert. Denn ihr seht, was jetzt passiert. Und öffnet sich noch ein Wasserfall. Ja, ja. Und das ist in der nördlichen Ebene von Hyrule. Und da drin, meine lieben Freunde, befindet sich noch ein Schwertmeister. Sie passen zusammen. Ich spüre die Kraft aufkeimen. Ich spüre die Kraft auch diesmal aufkeimen. Denn es ist einfach epic, wenn wir alle Schwertmeister jetzt haben. Oh Gott, das wird richtig geil werden. Haben wir wirklich so viel. Sind wir wirklich bestens gerüstet für den Endkampf. Dann brauchen wir nur noch 3 Herzcontainer. Und dann haben wir wirklich da alles geschafft. Ich werde das Ende aber ziemlich langsam auf mich zukommen lassen. Wir haben ja Zeit. Weil... Oh, die ist so praktisch! Weil, ja. Damit wir auch alles schön vollständig haben und nicht irgendwelche kleinen Fehler einbauen. Und hier ist er. Ich bin Justin.
Justin, der etwas ähnlich wie der beste Schwertkämpfer von Hyrule. Wenn du bei mir trainierst, kannst du nur deine Schwerttechnik verbessern. Was ist, willst du bei mir trainieren? Ja, das letzte Mal, Justin. Ich zeige dir, wie deine große Wirbeltacke noch länger anhält. Für das Training bei mir ist deine Vorstellungskraft sehr wichtig. Also schließe deine Augen. Stell dir vor, wie du dich ununterbrochen nicht selbst drehst. Haha! Wirbel, 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 wirbel! Haha, jetzt hält den Wirbeltag noch länger als vorher. Das ist kein Scherz. Wer misstrauisch ist, erkennt die Welt. Bünde deine Energie. Geil. Wie geil ist das denn, Mann? Wir können die Wirbeltacke länger machen. Mal gucken, wie lange jetzt geht. Die war jetzt schon... Alter, die geht so lang. Doppelt so lang circa, Alter. Nice. Und das war wahrhaftig unsere allerletzte Rolle der Schwertkampf. Wir haben ja alles beisammen. Das Inventar sieht echt voll aus. Hier haben wir nochmal alle Elemente. Den Kletterring, das Kraftarmband, die Flossen. Die ganz viele Muscheln, Herzteile. Glücksbeutel ist auch sehr voll. Nice. Nice, 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 nice. So, was als nächstes? Was als nächstes? Was gibt's denn hier noch so in Hyrule? Wir könnten eigentlich... Was können wir eigentlich machen? Wir könnten jetzt... Jetzt ist eigentlich mal an der Zeit, unser Schwert zu verbinden. Endlich das letzte Element auf dieses Schwert zu packen. Denn ich glaube nicht, dass das Schwert somit, die Story ausgelöst wird. Wir brauchen dieses Vierer-Element-Schwert, damit wir noch an dieses Rätsel unter der Schule weiterkommen. Aber nun, Innenhof von Schloss Hyrule wieder einmal. So, dafür müssen wir jetzt nur wieder hier rein und dürfen uns nicht sehen lassen. Dum, 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 dum. Ja. Genau, der sieht mich. Betrug. Der kann mich gar nicht sehen. Ich wollte jetzt eigentlich mal so sneaky den First Trailer durchgehen. Aber daraus wurde wohl nix. Was? Wie kann der mich da sehen? Alter, jetzt reicht's aber langsam. Geh nach Hause, geh doch selber nach Hause, du Spacken. Du Elendiger. Blödmann. Hier kann er mich nicht sehen. Es darf einfach nicht sein, dass ich hier jetzt verkacke, Mann! Ich will doch einfach das letzte Element drauf machen. Warum lässt ihr mich nicht durch? Ich bin der einzige Typ, der die verdammte Welt retten kann, aber nein. Du darfst nicht durch. Auf das Befehl des Königs darf ich niemanden durchlassen. Auch nicht der Typ, der alles dazu bringt, um dieses verdammte Reich zu retten. Wir gehen hier nur rum und passen eh nicht richtig auf. So behindert. Wer hat mich gesehen? Ha? Der da hinten? Ja, genau. Der hat ja auch Augen wie ein Falkenauge. So. Jetzt mache ich's aber. So, genau. Hier bin ich auch letztes Mal lang gegangen. Und wehe, der Bastard sieht mich jetzt. Okay, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Ja. Sehr nice. Und jetzt ab in den Keller. Okay, hier ist nochmal Feenbrunnen. Ist auch ganz gut. Kann ich mir noch eine Fee mitnehmen? Warum eigentlich nicht? Sorry für den Rage, Leute. Entschuldige ich mich für. Aber es ist nun mal so. Man regt sich nun mal schnell auf. So. So, hier ab in den Keller mit der geilen Musik aus Link to the Past. So, sind wir wieder in Schloss Hyrule drin. Und ab in das heilige, in die heiligen Gemäuer. In die heilige Stätte. Um unser letztes Fragment auf unser Schwert zu übertragen. Sehe und staune. Ja.
so wunderschön. Das Windelement wurde übertragen. Die Kraft der vier Elemente wurde auf das weiße Schwert übertragen. Nun ist das Schwert der vier, wie ich am Anfang erwähnt habe. Du kannst dich jetzt vier teilen. Lädst du das Schwert mit Energie auf, indem du den Knopf gedrückt hältst und lässt ihn dann los, feuerst du einen Strahl ab, der versteinerte Menschen von dem Fluch des Hexenmeisters befreit. Alter, epic! Und da, meine lieben Freunde, müssen wir weiter, um das Spiel normalerweise fortzuführen. Jedoch werden wir das noch nicht tun. Holla! Weil das heilige Schwert nun vollkommen ist, ist hat die Tür geöffnet. Vielleicht führt es Raum in den geheimen Forst verborgen ist. Robin, lass uns da hingehen. Nein, nein. Jetzt noch nicht. Boah, Alter, wir sind so stark. Hey, wo gehst du hin, Robin? Lass uns... Ach, wir müssen dahin? Alter, zwingt uns dann dahin. Gehen auf. Okay, dann gehen wir dahin. Alter, seht euch mal, wie geil das Schwert aussieht. So, was ist hier denn? Oh, wunderschöne Fenster. Nanu, dieses Bild aus Glas. Es scheint ein Ort hinzuweisen, an dem sich das Forst befindet. Eine Geschichte. Vor langer, langer Zeit. Als die Welt von tiefer Dunkelheit verschlungen zu werden drohte... stiegen Minish vom Himmel herab, um einem Helden das goldene Licht und ein Schwert zu geben. Dieser Held vertrieb die Dunkelheit mit seiner Weisheit und Tapferkeit. Und brachte Frieden, seither ehren die Menschen das Schwert. Und das ist der Anfang, den kennen wir alle schon. Doch warum dies? Das goldene Licht... Force weilte lange bei der Prinzessin von Hyrule. So war das, nicht wahr? Ah, du bist so unglaublich naiv. Erst gibst du mir die Mütze der Wünsche und dann führst du mich hierher. Ich brauche euch nicht mehr. Oh mein Gott, das kann nicht wahr sein. Nein! Was macht Vati hier? Er hat sich einen... Nein! Ah, jetzt weiß ich, wo das Forst verborgen ist. Link, steh auf! Das gibt's doch nicht! Nein! Robin, wach auf! Robin! Oh, was war das? Dieser Vati hat den König verbannt, um das Forst zu suchen. Irgendwie hat er es von diesem Ort erfahren und darauf gewartet, dass wir das heilige Schwert wieder erschaffen. Wenn die Darstellung auf dem Glasbild stimmt, ruht das Forst in Zelda. Dieser Kerl wird bestimmt versuchen, Zeldas Forst zu entreißen. Wir dürfen nicht zulassen, dass er Zelda noch mehr antut. Beeilen wir uns, Robin, wir müssen Vati aufhalten. Das gibt's doch nicht. Dramatische Musik. Und das ist doch alles dramatisch. Es kann nicht sein. Vati. Er hat sich in den König verwandelt. Er will Zelda wahrscheinlich höchstwahrscheinlich den Körper entreißen. Er wird Zelda umbringen. Das dürfen wir nicht zulassen. Raus hier. Die Vierteilung wird nun das erste Mal stattfinden. Eins, zwei, drei, vier. Vati, du kannst uns nicht entkommen. Wir sind weitaus stärker als du. Wir haben unsere Stärke schon weitaus länger gesammelt, als du lebst. Du elendiger Bastard. Was zum... Wie sieht's hier aus? Nein. Oh nein, das ist ja alle zu Stein geworden. Der Minister, die Soldaten, genau wie Zelda, das ist offen nicht Vatis Werk. Seine Grausamkeit kennt keine Grenzen. Robin, nun ist es Zeit, mit der Macht des Schwerts der Vier den Fluch zu brechen. Oh mein Gott. Vati hat einfach das Schloss in seine Mächte genommen. Ah, Robin, wir sind gerettet, danke. Hier sind schrecklich viele Dinge passiert. Der König, der sich so merkwürdig benommen hat, war in Wirklichkeit Vati. Wir wurden einer nach dem anderen Vati versteinert und dann griffen die Monster an. Was ist nun mit dem Schloss geschehen? Oh mein Gott, was ist mit Stadt Hyrule? Sind die Bürger betroffen? Minister, weißt du etwas? In dieser Situation dürfen wir uns wohl duzen. Ach Robin, es ist schrecklich. Vati mit dem versteinerten Zelda auf das Dach geflohen. Er fürchtet sich ja Böses im Schell. Du musst ihn aufhalten. Aufs Dach? Warum geht er denn aufs Dach? Irgendwas hat er mit ihr vor. Was hast du noch zu sagen, Soldat?
Ja. Der richtige König von Hyrule ist hier irgendwo eingesperrt. Bitte suche und befreien, wir kommen gleich nach. Ich muss hier raus erstmal. Dunkles Schloss von Hyrule. Was ist denn das? Ist das hier wirklich das schöne Schloss Hyrule? Unglaublich, ich hätte nicht gedacht, dass Vatis Kräfte so viel Unheil richten können. Der König und Zelda sind in Gefahr, beeil dich, Robin. Was? Zur Hölle, und es sieht einfach mal komplett anders aus. Wie kommen wir hier wieder raus? Das ist doch jetzt nicht wahr. Warum sind wir hier drin? Ich muss hier raus. Nein. Ich kann den Dungeon jetzt nicht machen. Freunde, es ist etwas Furchtbares passiert. Wir sind im Finale von diesem Spiel. Aber wir haben nur noch gar nichts geschafft. Uns fehlen nur noch Herzen. Wir müssen hier wieder raus. Das geht nicht. Ich bin gerade baff. Ich bin einfach nur baff gerade. Wir müssen hier doch einfach wieder rauskommen, oder geht das nicht? Da ist der König. Es ist mir jetzt gerade egal. Es ist mir gerade so egal. Ich muss hier raus. Das Spiel ist noch nicht vollendet. Hilfe! Ich bin gerade einfach baff. Ich bin baff. Das Schloss ist einfach so anders geworden. Ich kann es auch einfach nicht fassen. Wir sind an einem Ort der Schrecklichkeit. Wir sind eingesperrt, obwohl ich hier nicht sein möchte. Der Part hat unglaubliche Überlänge. Doch, was ist... Ich kann es einfach immer nicht fassen, Leute. Ich weiß, es ist so... Es ist einfach unnormal. Warum und wie zur Hölle? Nee, Freunde, der Part wird beendet jetzt. Sonst finden wir ihn nicht mehr raus. Sonst gibt's keinen Morgen mehr. Bis zum nächsten Mal bei The Legend of Zelda Minish Cap. Ich muss sehen, wie wir wieder rauskommen. Das gibt's doch nicht. Vielleicht ist es doch alles nur ein Spiel von Vati. Wir wurden alle getrollt. Ich bin jedenfalls gerade baff und ich muss den Part betten und meine Beruhigungstabletten nehmen. Bis dann. Und ciao.